Guten Tag, ihr Höllenhunde. Wir sind zurück bei Forza Horizon 3 Online Racing. Nachdem der Nico Rosberg gerade eben Weltmeister geworden ist in der Formel 1, dachte ich mir, fahre ich doch auch nochmal ein paar Rennen. Das Ganze mit einem Bug Mono Offroad. Ich glaube nicht, dass das eine besonders gute Wahl ist. Aber Offroad-Strecken liegen mir ja sowieso nicht so wirklich. Aber gucken wir einfach mal, was hier dann jetzt so geht. Vielleicht geht es hier auch aus irgendeinem Grunde irgendwie gut aus. Huch. Da verkabbeln sich schon einige. Wir bleiben in. Jetzt geht's Offroad weiter. Ja, Platz 2 in diesem Teamrennen aktuell. Das hat schon böse ausgehen können. Ich habe mich schon in der Drehung gesehen. Ah, der vorne sieht fast schon aus, als ob er ein richtiges Rallye-Fahrzeug hat. Wäre ja für sowas hier eigentlich genau das Richtige. Oh, oh, die Arme mit der Kurve habe ich jetzt nicht gerechnet. Fernseher zu groß, um die Karte zu beachten. Läuft aber noch verhältnismäßig gut hier. Ich glaube, der Abstand nach hinten ist auch recht groß. Nach vorne allerdings inzwischen auch. Alter. Der BAC Mono macht sich aber gar nicht so schlecht hier auf der Strecke. Allerdings, so wie ich mich kenne, werde ich mich gleich irgendwann nochmal massiv drehen und die Kontrolle übers Fahrzeug verlieren. All wegen Offroad und so. Ja, 68% des Rennens sind vorbei. Ja, der Typ fährt da vorne gut vor uns weg, aber unser Team wird eindeutig siegen. Da habe ich inzwischen keine Bedenken mehr. Und harte Kurve. Ab in den Tunnel. Ja, was sagt ihr denn eigentlich zum Formel-1-Rennen? Das könnt ihr gerne in die Kommentare reinschreiben, falls ihr euch das angeschaut habt. Ich fand, das war ja dann doch noch... Ey, wo kommt der denn auf einmal her? Da stimmt doch was nicht mit dem. Wie hätte denn das jetzt gemacht? Zieht der eiskalt noch am Schluss an uns vorbei hier. Aber er hatte auch eindeutig das bessere Fahrzeug für Offroad-Strecken mit dem Ariel Nomad. Quasi der Nomade, das sagt's ja schon, ne? Die bewegen sich ja auch immer gerne ein bisschen Offroad. Ich war gestern Abend noch auf einer Party, deswegen ist meine Stimme auch noch ein bisschen weg. Aber unser Team hat eindeutig gewonnen, da gibt es keinen Zweifel. Und Platz 3 ist ja auch nicht so verkehrt. Und wir bekommen 13.982 EP. Ich finde, das ist ganz gut. Ich denke, damit stehen wir ziemlich weit oben gleich. Ja, und vielleicht geben wir jetzt auch nochmal ein schickes Auto. Naja. Immerhin 50.000 Credits. Ja, sag ich doch. Für Platz 3 reicht's erstmal. So, das zweite Rennen, die nördliche Wüste. Ja, diesmal ist es ein normales Rennen. Jeder gegen jeden. Die Karre vor uns finde ich ganz witzig, die gerade so wunderbar davon düst. Alter, Leute, was habt ihr denn alle für eine Beschleunigung hier? Wenigstens mit einem schicken Straßenrennen an.
Noch hatte keiner einen wirklich ernsthaften Fehler begangen. Kein irrsinniger Crash oder sonst was, aber jetzt geraten wir wieder offroad. Jetzt wird spannend. Bloß nicht drehen, bloß nicht drehen. Wagen irgendwie unter Kontrolle halten. Läuft noch ganz gut. Ein Stück Straße, ganz schlecht rausbeschleunigt. Zu weit rausgekommen. Alter, was sind die alle so schnell auf einmal? Das waren sie doch gerade im Rennen davor nicht. Vielleicht ist dieser Wagen Offroad doch besser als auf einer normalen Strecke. Ja, komm, gleich nochmal eine harte Kurve hier und er fährt gegen den Baum. Und schnell wieder beschleunigen. Und das könnte ein bisschen heikel werden, wenn der Sprung so hoch ist. Also, diese Strecke hat ja mal gar nicht so viel Offroad. Und wir sind immerhin inzwischen auf Platz 2. Meine Kurvenkombination, Bremsen. Ah, wieder zu wenig gebremst. So, das Rennen ist gleich zu Ende. Wir gehen als Zweiter diesmal über die Ziellinie. Dafür kein Weg mehr dran vorbei. Wunderbar. Diesmal hat es der Typ im Aerial Nomad nicht geschafft, an uns vorbeizuziehen. Nach und nach trudeln sie alle ein. Mal gucken, ob überhaupt jeder noch ins Ziel kommt. Nö, zwei Stück haben es nicht geschafft. Guck mal links, wie geil die eine abdanzt. Credits, mein Konto füllt sich. Und immerhin wieder 11.242 EP. Kann man womit umgehen, reicht inzwischen für Platz 2, wir sind wieder einen Platz aufgestiegen. Sieht man jetzt dort nicht, weil das ist schon passiert, als ich quasi auf dem Weg hierher war und genug EP quasi bei dem Weg schon gesammelt habe. Konnten also jetzt den Platz halten. Und das dritte Rennen über Cobopedi. Na toll, jetzt haben wir wieder irgendjemanden, der im Hintergrund labert. Das ist schon wieder ein ganz normales Rennen und kein Teamrennen. Oh, 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 oh. Erstmal ziehen wieder alle an mir vorbei. Das kennt man ja schon so. Ein bisschen mehr Offroad diesmal. Wenn sich das Feld erstmal ein bisschen aufgelöst hat, dann wird es meist ein wenig bequemer. Oh Mann, wie fahre ich denn hier? Mach doch keinen Platz hier, der Junge. Oh, drei Runden rennen auch noch. Leute, geh mal mit deiner Karre aus dem Weg.
Jetzt ziehen sie uns auch noch davon. Ja gut, also mit dieser Strecke komme ich scheinbar gerade so gar nicht gut klar. Nee, nicht so wirklich. Versuche ich mal außen dran vorbeizukommen, klappt aber auch nicht so richtig. Und der nächste kommt von hinten an, das gibt's doch nicht. Immerhin haben wir den Platz wieder gut gemacht, indem wir jemand anders noch wieder einkassiert haben, aber jetzt fahren wir einmal schön gegen die Mauer, das bringt uns, kostet uns massiv Zeit. Oh Mann, diesmal landen wir ziemlich weit hinten. Was ist denn da los? Keine Chance ranzukommen hier. Ja, nee, das war kein besonders schönes Rennen. Ich hoffe, es gibt trotzdem noch genug EP. Platz 7. Das Feld ist ziemlich nah beieinander geblieben, aber auf jeden Fall. Das muss man schon mal ganz klar so sagen. Das war in den anderen Rennen jetzt nicht unbedingt der Fall. Es wird uns jetzt wahrscheinlich den zweiten Platz kosten können. Ja, weil viel EP gab es ja nun wirklich absolut mal gar nicht. Oh mein Gott. Sag ich doch, runter auf Platz 3. Letztes Rennen für diese Runde. Eine Cross-Strecke. Und diesmal ist es wieder ein Teamrennen. So, ich hoffe, diesmal landen wir etwas weiter vorne als noch im Rennen gerade eben. Was macht der eine denn? Wieso fährt er denn schon auf einmal komplett zur Seite? Da wird gedrängelt und geschubst. Alter, ich bin Letzter. Alter, was ist denn mit dem los? Gebt mal Gas hier, das kann doch nicht sein. Mit dem Kurve hat keiner gerechnet. Ich komme gar nicht mehr rum. Ich komme hier einfach gar nicht mehr rum. Ja, zwei Stück gegen Baum. Muss gerade hier rüberkommen, sonst kann das ganz schnell nach hinten losgehen. Junge, bleib auf deiner Spur. Stelle hier, wo wir gerade massiv ausgebremst wurden. Jetzt fahren wir nochmal hier schön gegen die Bande. Jetzt kommt eine, glaube ich, ziemlich harte Kurve gleich. Da waren gerade auch noch zwei, die gegen den Baum gedonnert sind. Möglichst gerade rüber hier. Und es geht in die dritte und letzte Runde. Wir sind Platz 4 aktuell. Ich hoffe, den können wir jetzt wenigstens halten. Ja,
Vielleicht machen wir sogar noch einen Platz wieder gut, das wäre auch mal nett. Diesmal wird unser Team auf jeden Fall verlieren. Ich bin nämlich sogar gerade Teambester. Oh, das ist nicht gut. Oh nein. Und ich verkack's. Ich hoffe, das zählt noch. Puh. Ja, die vielleicht. Sag mal, wie fährt der denn da hinten? Als ob der gegen die Bande fährt und davon quasi abfedert. Und nicht so wie ich, der hier einfach dann komplett ausgebremst wird. Weil da noch Reifen dazwischen sind. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Och Leute, Wagen, was machst du denn jetzt? Wenigstens kommen wir noch als Vierter ins Ziel. Das ist nicht wirklich gut, aber das muss reichen. Und wir werden gleich sehen. Ah, dieser Hassman, der war sowieso gerade eben auf Platz 2 vor uns. Das heißt, wir werden auf jeden Fall nicht den zweiten Platz wieder einholen. Da kann man mal ganz fest von ausgehen. So, das gucken wir uns jetzt nochmal kurz an. Pizzal ist jetzt nicht fatal, aber auch nicht mega genial. Ja, sag ich doch, Platz 3. Ja, damit danke ich euch fürs Zuschauen. Dann bis zur nächsten Folge. Lasst einen Daumen da, der nach oben zeigt. Und ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis demnächst. Tschüss.